So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Letztes Mal gab es so ein bisschen Probleme wegen den Peggys. Naja, eigentlich nicht so wirklich. Eigentlich Probleme wegen den Aufnahmen. Weil das, was ich gezockt habe, nicht aufgenommen hat. Ihr habt jetzt nicht so viel verpasst. Wir haben was befreit. Also wir sind praktisch jetzt hier gerade in dem Gebiet. Ja, von Faith. Wir waren kurz mal hier oben gewesen und haben hier... Ich weiß gar nicht, haben wir das gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, die Kürbisfarm, genau. Irgendwas haben wir befreit hier hinten auf jeden Fall. Genau, und hier waren wir auch kurz gewesen. Also hier haben wir ihn befreit. Und sind dann, ihr seht's, genau hier so lang getapert, mittendrin. Durften feststellen, dass hier ziemlich viele schräge Sachen sind. Haben hier noch was entdeckt. Also hier haben wir auch noch jemanden befreit. Und sind gerade hierher und da habe ich jetzt was gefunden gehabt. Oh, eine Kate ist da. Genau, das können wir... Nee, wegmachen. Ich finde mich hier hin. Genau. So, und haben gerade einen Punkt bekommen gehabt. Hier so einen Vorteilspunkt. Und den habe ich auch benutzt. Und dadurch haben wir jetzt, man sieht es hier unten, das ist total schlecht erkennbar, ne? Hier oben so, jede Menge Sachen, aber hier unten sieht man das. Wir haben jetzt zwei Helfer und ich habe mich dann dazu entschieden, unsere alte Helferin wieder mitzunehmen, die sich automatisch selbst belebt, was so ein Riesenvorteil ist, ne? Das heißt, wir haben jetzt so eine kleine Armee und haben hier diese beiden Herrschaften dabei. Und mit denen sind wir jetzt hier unterwegs. Und werden nach da hinten tapern, um die Mission zu erfüllen. Ja, chill einfach, wir schaffen das. Hoffe ich. Ihr kommt doch, oder? Ja, dann komm doch einfach her. Du musst ja nicht da oben bleiben. Ja, dann komm nachher. Mensch, oh, die stellt sich aber auch an, ne? Jetzt endlich. Hätte ruhig mal früher auftauchen können. Puh, okay. Was hast du gemacht? Was zur Hölle? Ihr sollt einfach mitkommen. Entspannt euch mal. Oh. Ihr könnt auch einfach ruhig bleiben. Ja, genau. Wo? Wahrscheinlich sind die überall Feinde. Hi. Grüß dich. Warum läuft das weg? Alles klar, gib mir Deckung. Warum ist es weggerannt? Echt jetzt? Du rennst dahin, weil ein Boot vorbeifährt. Na egal, wir müssen hier hoch. Wobei da hinten ist irgendwas. Wir gucken mal hin, ob wir die vielleicht befreien können. Ach ja, das wurde mir erzählt, als wir herkamen. Und zwar, okay, ich bin unterwegs. Ja, okay, jetzt haben wir die. Gibt es hier... Was hast du denn für uns, mein Freund? Plünder das mal. Hast du was gefunden? Ja. Was bewegt sich da draußen? Hab den Scheiß mit dir. So, sag mal. Mit dir ist alles gut? Okay. Recht, ja. Und zwar haben wir hier weiße Blumen, die die Leute wie Zombies machen, also mutieren. Also, was heißt mutieren? Also zumindest werden sie total willenlos und schräg. So, und wir haben schon mal einen von diesen Stützpunkten platt gemacht. Wir haben ihn fast. Na, ist egal, was soll's. Ah,
Handgranaten wären besser gewesen, aber ich hatte gerade keine dabei. Jetzt ziehen wir diese Blumen an. Das ist das Beste, was wir machen können. Ja, sehr schön. Alles erstmal niederbrennen. Ich guck mal schnell, ob ich vielleicht selber Molotov-Cocktails. Ja. Ich sterb nicht. Ja, Feuer, richtig. Aber scheiß Blumen. Irgendwo hier war doch einer. Da vorne sind auf jeden Fall welche. Aber es ist komisch, dass das Feuer so schnell wieder ausgeht. Weil ich überlege, damals bei Far Cry 2, wie lange das blieb, ja. Und hier breitet sich's gerade gar nicht aus. Also kaum zumindest. Ne? Ich bleib einfach mal bei stehen, vielleicht dann. Genau. Immer weiter. Es scheint sich aber halt wirklich nur in einem bestimmten Umkreis um die Feuerstelle auszubreiten, ne? Das ist echt schade. Voll die Halluzination, ey. Krass. Ich glaube, das könnte echt übel werden, wenn wir gegen die kämpfen. Oh Mann, ey. Das ist ein kranker Scheiß. Was ist hier los? Aha. Beifußhuhn. Das war eigentlich genauso wie die Hütte, wo wir waren und dann unten in den Untergrund gegangen sind. Echt? Ist das so? Dann gehen wir doch mal nach hier oben, würde ich sagen. So. Dann können die uns mal. Schon wieder ist es jetzt. Ja, das sind genau diese Typen, ne? Aber krass. Du weißt nie, ob das eine Halluzination ist oder nicht. Übler Scheiß, Mann. Die rennen hier halt überall rum, ne? Ja, ist ja okay, ist ja okay. Schrei nicht so, Mann. Kann sich auch mal entspannen, oder? Total gestresster Typ da. Ja, Amen. Da vorne ist es. Ja, da werden irgendwie Widerstandskämpfer Kämpfer davon gehalten. Da haben sich verbarrikadiert oder. Alles klar. Wow, fuck! Fuck! Hallo? Kommt irgendjemand, belebt mich wieder? Danke. Hier steckt noch Leben, Mädchen. Hallo? Ist da draußen jemand? Hier ist Virtual Minkler. Ja, ich bin da. Wir brauchen Hilfe. Die Peggys reißen die Tore ein, falls jemand in der Nähe ist. Beeilung! Keine Ahnung, wie viel Zeit uns noch bleibt. Wir sind auf dem Weg. Ah, bald 200 Meter? Wir müssen auf alles gefasst sein, was uns fehlt. Ja, wir schaffen das. Oh, das sind etliche. Tja, würde ich sagen, an der Stelle passt es sich, wenn wir einfach mal einen kurzen Break machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.